Welcome back, ihr krassen Dudes, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Project Cast 2 Karrieremodus auf der PS4 mit dem Logitech G29. Wunderschönes Lenkrad. Wir starten in Bathurst mit dem Rennen sofort. Jetzt, let's go! Mensch, Leute, ich habe heute richtig schönes unnützes Wissen, und zwar die britische Literatur-Nobelpreisträgerin Doris Lessing wurde im Iran geboren. Franzosen sind die größten Champagnerliebhaber der Welt. 2010 tranken sie 185 Millionen Flaschen. Die Deutschen kamen nur auf 13 Millionen Flaschen. In den Niederlanden oder Italien ist Rasen teurer als in Deutschland. Wer dort 20 Stundenkilometer zu schnell fährt, muss mindestens 160 Euro bezahlen. In Deutschland sind außerorts, in Klammern, außerorts, 30 Euro fällig. Also mindestens 160 gegen Deutschland 30? Es ist schon ein bisschen mau. Eine Gemüseeule ist ein Schmetterling. Ach, und der Ötzi hat die Maße einer zierlichen Frau. 160. 1,60 groß, 50 Kilo und die Schuhgröße 38. Ja, Mensch, dann würde ich mal sagen, erstmal gucken wir, was wir im Tank haben. ob das reichen wird, das ist die Frage. 20 Liter, ich glaube nicht. Ich glaube, da müssen schon so die 55 müsste klappen. Speichern wir, let's go. So, P9, ne? Alter, das ist schon wieder so mitten in der Scheiße. Das kann doch nichts werden. Na komm, let's go. Alles klar, wow. Hä? Was? Zum Teufel? Was war... Au! Was war das denn gerade, Leute? Was war das denn gerade? Ich glaube, das starten wir nochmal neu. Was war das denn gerade? Holy shit. Okay, das sieht viel normaler aus. Auf jeden Fall die Gebrüder Nissan vor uns mit ihren wunderschönen GTR. BMW da vor uns gelandet. One right. Two wide, right side. Okay, you're clear. So, Gas. Oh. Der Renault hat den BMW gepackt. Ah, BMW kommt wieder näher. Boah. Okay. Digga, swap sie hier. Okay, clear. Left side. Okay, clear, you're good. Ja, nicht zu viel wollen am Anfang. Jetzt hat man direkt schon einen wunderschönen Schaden auf dem Kopf. Will man nicht. He's two lengths behind you. So, und by the way, die Fahrhilfen sind auf authentisch eingestellt. Das heißt, ich fahre mit den Fahrhilfen, die die auch in echt benutzen. Das heißt, Anti... was ist das? Stabilitätskontrolle auf aus. Traktionskontrolle auf halb, also auf mittel. ABS auch auf halb. Von daher fühle mich wie ein echter Rennfahrer, oh Gott. Fast den Wagen im Kies geparkt.
Bitte vergib mir, dass ich, ja, es könnte vorkommen, dass ich ein bisschen Bullshit labere. Also ein bisschen mehr als sonst. Das kommt daher, da ich gerade noch die ESL verfolge von Rainbow Six Siege Offline Six Invitationals. Ich weiß, den Titel hätten die sich echt anders überlegen können. Vielleicht ein bisschen kürzer. Und wir haben es gerade kurz vor 4. Kurz vor 4 Uhr morgens sogar. Denn die Offline-Qualifikationen sind in Australien und die sind bekanntlich nicht dafür ausgelegt, dass sie unseren deutschen Zeitvorstellungen sich anschließen. Uiuiui, das war ein harter Hit. Okay, doch. Doch schlechte Idee mit dem dritten Gang. Oh Gott. Concentration, Concentration. Zwei Schaden, sonst nichts. Das ist gut, da haben wir Glück gehabt. Hier rechts von uns der wunderschöne Panorama. Die Strecke heißt ja auch Bathurst Mount Panorama Circuit. Nicht auf den Außenkörb, weil der ist echt tödlich. Der ist hoch und steil. Da dreht man sich gerne mal sehr schnell raus. Mit ein bisschen Glück sogar noch gegen die Bande. Die schöne Zeitpipe des GTRs. Rechtsflammen, Linksflammen, Alter, das sieht so göttlich aus, das Ding. Scharf am Geschrei vorbei. Oi, oi, oi. Okay, 7 Schaden vorne. Jetzt wieder ein bisschen Concentration, das wäre mal richtig nice. Oh, da steht ein Ferrari. Der hätte mal die Concentration gebraucht, die wir jetzt haben. Oder Konstanze. Die beliebteste Beifahrerin, wenn es ums Rennfahren geht. Denn Konstanz ist sehr wichtig. Deshalb muss man immer schön die gute alte Konstanze loben. Und hoffen, dass sie als Beifahrer mitfährt. Sonst hast du einfach verkackt. Ich glaube, wir haben roundabout 20... Wow! Alter! Was macht der Nissan da? Fahren wir hier online oder was ist gerade los? Ich dachte, wir haben hier KI-Plöps. Der Nissan, ey. Der denkt, ich wäre unsichtbar. Ich habe irgendwie Angst vor dem hinter uns. Oh, Bildlag. Holy shit. Ist vor der Kurve immer sehr, ja, schwierig. Oder schon einer? Ne, zwei sind in der Box, oder? Wie es gerade aussah.
Ja, trotz Lenkrad haben wir immer noch so eine kleine Nebelmaschine unterm Auto. Wie mit der guten Controllerzeit. Das war auch immer bei langen, schnellen Kurven, wo wir ja krasse Belastung auf die Reifen hatten, hat da irgendwie immer was geraucht am Auto. Ob ein Stück Reifen, wo immer gegen Reifenkasten ja, geschliffen ist. Oder woran liegt das hier? Aber ich glaube, das Problem habe ich sich nur bei mir. Also auch bei meinem Spiel. Wenn ich bei anderen Leuten da mal reinschaue, dann haben die das nicht. Oder ist meine Version einfach nur gerade ein bisschen buggy? Okay. Ich schalte mal die Anzeige um. Die hier. Habe ich mal so die Abstände, Sekunden angezeigt. Und ihr seht rechts, wann ich Gas und Bremse betätige. Das ist doch so, das ist doch super. Sekunden. Die holen wir auf, ganz sicher. Ah, das ist schon mal 2,2. Oh, oh. 0,9. Fastest first sector you've done so far. Great stuff. 20 minutes remaining. Sind wir doch schon wieder dran an der Gang. Da sind wir doch wieder dran. Guck mal, halbwegs sauber gefahren. Schon sind wir wieder am Stilzel. Direkt wieder auf Bestzeitkurs. So muss das. Mal kurz abchecken, ob wir Schaden gekriegt haben. Vorne 8, hinten 6. Aufhängung alles top. Sehr schön. Schnellste oder was? Finde ich geil. Komm, jetzt gib mir noch ein bisschen Windschatten und ich bin zufrieden. Problem ist, die KI, selbst mit null Schaden, ist die KI auf der Geraden viel schneller als wir. Aber ich glaube, das liegt am Wagen, das wir gewählt haben. Weil wir haben ja den Audi R8 Endurance. Und wir hätten ja eigentlich normalerweise den Audi R8 LMS nehmen können oder nehmen sollen. Ich glaube, die haben da irgendwelche Abtriebwerte grundlegend anders. Boah.
Aber ich bereue nichts mit der Autowahl. Unser Auto sieht immer noch am brutalsten aus. Den krass mit den fiesen orangen Scheinwerfer. Obwohl, ne, halt so ein Nissan, der macht halt schon Konkurrenz, wa? Der sieht halt auch recht brutal aus. Aber unser Heck ist einfach. Unser Heck ist halt ziemlich fett, aber hat nicht so geile Rückleuchten wie der Nissan. Noch 60. Oh, wir sind ja gleich bei der Hälfte. Das Ballot hat gar nicht gesagt hier 20 minutes to go oder so. Der hat er gar nicht. Würde ich mal sagen, am Start und Ziel würde ich mal die erste den Teil 1 des Rennens, wenn ich mal Part 1 des Rennens, dann erstmal gleich beenden und mit Part 2 übergehen. Ah, dann haben wir halbwegs die Hälfte des Rennens getroffen von der Länge. Von daher würde ich sagen, wir sehen uns in Part 2 wieder, Leute. Haut rein, bis gleich.